Die Probe haben wir auch. Das, was wir gemacht haben, das kommt mir Sinn. Deswegen hat man die Kara-Probe ja auch noch. Kara-Probe, oder wie das ausgesprochen wird, ja auch noch bei uns in der Bude. Das ist ja genau der Grund. Aber mehr komme ich auch nicht. Hier, die Pflanzen meinte ich übrigens vor ein paar Folgen. Seht ihr hier? Feuerschotenbaum. Man glaubt es kaum, ein Feuerschotenbaum. Das Schöne ist, hier könnt ihr die Feuerschoten absammeln. Ich wusste gar nicht, dass es die hier auch gibt. Cool. Nimm mal alles mit. Wow, die nehmen nur Platz weg. Weil das Schöne an der Sache ist, die geben Nahrung, die geben Wasser und die geben Körperwärme. Man glaubt es kaum, der Schotenbaum. Die Schotenquoten. Jetzt haben wir natürlich alle abgepflückt. Ich kann kein Bild mehr machen. Ne? Das ist natürlich sehr gut. Da hinten ist noch einer. Ich mache mal ganz kurz einen Screenshot. Ihr kennt das ja schon. Aber wenn ihr die Dinger seht, wisst ihr Bescheid. Nein, wisst ihr Bescheid? Hier kann man pflücken. Ja, von dem Fee sieht man natürlich nicht allzu viel so, ne? So. Krieg ich wieder? Hat? Jawohl. So, wir sitzen auf und gehen weiter. Cool, dass die Schoten. Ich meine, vorher waren die ohne Schoten hier im Stehen. Aber jetzt wisst ihr, wenn ihr in der Nähe zufällig auch irgendwo die Basis gebaut habt und seht, also in der Nähe seid und ihr wisst, wo das Vieh ist hier, dieser eingefrorene Leviathan, dann wisst ihr jetzt auch, wo ihr auf jeden Fall Nahrung herbekommt, Wasser und etwas zum Wärmen. Wir werden uns jetzt einen netten Pirscher suchen. Ich bin gerade überlegen, ob das Sinn macht, hier weiterzufahren. Ich pass auf, mal anders, wir machen anders. Das Problem ist, ich verfahre mich gern auf diesem Planeten. Wir werden jetzt uns einen Pirscher suchen. Dann werden wir uns Fell klauen von dem und dann bauen wir uns erstmal einen Kälteanzug. Und ich glaube, da werde ich erstmal einen Aufnahmebreak einlegen. Jetzt wird es auch noch dunkel. Oh nee, wir haben ein Glück. Weil ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir können mal hier ein bisschen rüberfahren, gucken. Ich werde das mal im Privaten nochmal machen. Um zu gucken, ob hier überhaupt was Neues ist, bevor wir stundenlang alles absuchen. Das ist nichts Neues. Zum Beispiel hier an dem Punkt, der kam ja schon beim vorletzten Update mit rein. Hier ist ja auch nichts Neues dazu gekommen. Deswegen, mal schauen, ob überhaupt was hier auf dem Planeten neu dazu gekommen ist. Warum fahre ich jetzt hier lang? Ganz einfach, hier links weiß ich, da komme ich nicht weiter, da verirre ich mich. Ich muss, glaube ich, mal die Wegpunkte ausmachen. Pass auf, das machen wir ganz kurz. Das nervt mich ohne Ende. Können wir die alle irgendwie Signale? Putsch, zack, weg. Wenn ich Signal haben will, dann machen wir es wieder an. Yippie! Da hinten ist unser Bunker, wo die Snowfox oder den Snowfox gefunden haben. Man sieht ihn in der Ferne. Warum fahre ich jetzt hier lang? Ganz einfach, weil ich weiß, dass jetzt hier gleich ein Pirscher kommt. Was das war, keine Ahnung. Ich will es jetzt auch gerade nicht unbedingt nicht nachsehen. Gibt Dinge, die will ich nicht wissen. Da kommt ein Pirscher. Pass auf. Jetzt setzen wir unseren Snowfox hier mal ab. So, schön hier so. Zack. Nehmen wir uns den Pinguin. Müssen wir eigentlich auch den Fernsteuer in die Hand nehmen? Wie war das? Mal ganz kurz gucken. So. Na du? Kleine Scheißerchen. So. Ab geht er. Jaha. Seht ihr da oben. Oben steht eigentlich nur, wie viel Meter. Das ist ein bisschen blöd zu steuern. Und ich sehe, ich bin ein bisschen weit weg. Jetzt können wir zum Pirschen gehen. Jetzt gucken wir einfach Fell einsammeln. Da linke Maustaste. Da kommen wir jetzt sammeln wie ein Blöder. Das kriegt ja gar nicht mit, der Dicke. Der interessiert sich auch nicht für uns. Wir sind Pinguine, wir sind cool. Ich habe keine Ahnung, wie viel Fell wir brauchen. Also, es gibt nur 4 Plätze, die er nehmen kann. So, der geht noch ein paar Meter. Ich glaube, das kann man irgendwie mit einem Erweiterungsmodul noch höher setzen. Wir hatten nur 4 Slots hier. Jetzt müssen wir uns erstmal. So. Wie kommen wir raus? Mit E? Alle klar. So. Wir müssen jetzt erstmal.
zwei von den Futtern hier, oder ein reicht auch, Vorrat ansehen. Komm, ess direkt noch eine, komm, was soll der Geiz? Oh, den holen wir uns jetzt hier. Der Pörscher muss dann glauben, der glaubt mir mal. Ja. Komm, kleiner Pinguin, rupf den großen Bären. Das hört sich irgendwie komisch an. Aber wir werden jetzt ein bisschen Fell von ihm holen, so viel wir können. Ich habe keine Ahnung, ob das unendlich lang geht, aber wir werden sehen. Das ist bei knapp 30 Meter. So, zack, zack, zack. Hä? Wie? Wie? Da sind nur 3 von 4 Slots voll. Wie kann der denn maximale Lagerkapazität erreicht haben? Interesting. Kuh für Selbstzerstörung halten. Nee. Ich wüsste nicht warum, weil. Nee. Ach, ja, das kann ja nicht klappen. So, jetzt noch einmal. Jetzt haben wir genug Platz. Auf ein neues. Ich habe aus Versehen die Chilischote dem da reingetan. Jetzt rupfen wir das Vieh. Was hast du, Mädchen, ne? Ja, ne? Kätzchen ist wieder gekommen. Ne, Viola, ja. Na du? Cool. 8x Fell. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich weiß wirklich nicht. Wir können jetzt vielleicht mal ganz kurz gucken jetzt gleich. Was meinst du? Können wir gucken, ja, ne? Wir müssten doch... Haben wir den Bauplan? Doch, wir müssten den Bauplan doch haben eigentlich. Gucken wir doch mal ganz kurz. Bauplan. Nein, was? Oh, Entschuldigung, Mädchen. Bauplan gucken wir aber jetzt nicht hier. Wir nehmen den mal mit. Setzen es hier drauf, weil hier frieren wir nicht, interessanterweise, finde ich gut. Dafür ist das Menü etwas kleiner, aber ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. Wo haben wir den Kram, Ben? Ja. Geldschutzanzug, 2x per... Ach ja, da brauchen wir nur 3 Fell für. Hier und da nochmal 4. Ach ja, haben wir Leisure. Haben wir doch. Da ist die Katze wieder in der Webcam. Man sieht sie aber nur teilweise. So. Dann setzen wir hier mal ganz kurz zum Auftanken hier ruf. Was ich noch bauen wollen würde, aber keine Ahnung, ob es geht, das wäre eine Boje. Ich befürchte nur, dass die an Land eh nicht geht, deswegen wäre es Quatsch. Aber es gibt leider noch keine andere Möglichkeit, wie man irgendwie Wegpunkte platzieren kann. So. Was auch noch cool wäre, wenn wir irgendwie... Naja, die Kälteanzug ziehen wir gleich an. So. Friert die nicht mehr so schnell. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir uns nämlich hier... Ne, hier nicht. Hier auch nicht. Wieso können wir nicht? Oh, Fasergewebe. Dreimal dürfte raten, was ich nicht mitgenommen habe. Ich hatte auch gar keinen Platz mehr. Das habe ich mitgenommen. Silikongummi, aber Fasergewebe habe ich nicht dran gedacht. Fasergewebe. Dafür. Ach, da muss ich wieder zur Basis. Für Fasergewebe muss ich zur Basis, weil... Dafür brauche ich Schlingpflanzen, ne? Oder? Warte mal, woraus habe ich... Das muss ich mal selbst... Das muss ich doch mal gucken. Fasergewebe war... Woraus wurde es hergestellt? Schlingpflanzenprobe. Ja, die kriegen wir hier nirgends. Und nicht mal ansatzweise. Na gut, dann würde ich jetzt auch hier wieder einen kurzen Break machen, dass wir das besorgen und dann bauen wir uns den Kälteschutzanzug beim nächsten Mal. Und gucken wir einfach mal weiter, weil das dauert sonst wieder zu lange. Dann bis nachher. Ciao. So, da sind wir wieder. Ich bin gar nicht so weit gekommen im Endeffekt. Ich bin gar nicht bis zur Basis gefahren, weil mir ist mal aufgefallen, was entscheidend ist. Denn
Die Entwickler haben sich wahrscheinlich was dabei gedacht und hier Schlingpflanzen hingebaut. Hey, wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil man sonst wieder bis Anupi fahren muss, um Schlingpflanzenproben zu holen und daraus dann Fasern machen zu können. So. Ich habe mir eben schon mal eine geholt gehabt, um zu gucken, ob das funktioniert. Hatte ein bisschen blöd geparkt gehabt, weil ich schon ein Stück zurückgesetzt bin, deswegen guck ich schon mal ganz kurz. Ja, alles cool. Eben hat mir so eine Qualle vorne das Zugabteil, also hier das Abteil, wo wir drin sitzen quasi, gesehen, das Hauptabteil kaputt gemacht. Ist explodiert. Super gut, dass ich da nicht gespeichert hatte, sonst wäre ich jetzt echt gekniffen, auf gut Deutsch. So, wir bauen Fasergewebe. Wir bauen das viermal, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Jetzt haben es dreimal, ne? Ja, so einmal müssen wir noch. Okay. Nimm mal einmal auf Halde mit. Ich weiß doch nicht wofür, aber was wir haben, haben wir. Und zur Not wissen wir jetzt ja, wo wir es schnell bekommen. So. Ich habe das Pirscherfell mit, wie ihr teilweise sehen könnt. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, bauen wir uns einfach den Anzug. So, die Handschuhe und dann noch den Helm. Ja, cool wäre es natürlich, wenn wir direkt hier vorne, wo wir rauskommen, eine Kiste hinbauen könnten. Ah, wir können Medikits bauen aus Fasergewebe. Ja, glorreich. Bomber, okay. Ich finde trotzdem dieses Medikit, dieser Kasten, der das automatisch generiert, besser. Weil wir müssen jetzt immer zwischen Taucheranzug und. Ah, ne, müssen wir nicht. Die zieht automatisch. Habe ich gar keinen Taucheranzug angehabt sonst? Ich muss nur den Helm wechseln. Okay, das ist, warte mal, jetzt guck schon mal. Jetzt bin ich doch etwas irritiert. Gab's. Ne, es gibt einen Kälteschutzanzug tatsächlich. Okay. Krass. Ich hätte gedacht, wir hätten noch einen Tauchanzug, den wir wechseln müssen, aber nee, es geht auch so. Gut, dann haben wir ja nur die Haube dabei, das passt. Die Karatprobe, die haben wir ja genommen gehabt, die lassen wir mal hier. Zack, dann haben wir die hier an Bord. Ich weiß gar nicht, ob wir noch für irgendwas jetzt Titanium brauchen. Oder Titan brauchen, weil eigentlich. Haben wir alles da. Eine Energiezelle können wir mitnehmen. Genau, das machen wir. Wir nehmen eine Energiezelle mit. Das wollten wir noch machen, genau. Sehr gut. Dann, ich guck nochmal, wir haben jetzt Trinken, haben wir mehr als genug. Essen haben wir ein bisschen. Wir sind noch voll. Ah komm, das reicht. Nur mal Kontrolle halber, weil, man weiß ja nie. Ich hätte nicht gedacht, dass die mir das U-Boot kaputt machen. Ich bin da ein bisschen nah an eins rangefahren. Das hat scheinbar aufgrund dessen, dass es auf der Höhe meiner vorderen Kabine schwebte, die ganze Zeit der Kabine Schaden gegeben. Ich stehe da drin auf einmal, bang, und ich stehe im Wasser und unter mir stehen noch Bruchstücke meiner Seebahn, meines Führerhauses sozusagen. Das Herzstück quasi gesehen von allem. Also, da fand ich ja nicht so cool. Aber gut. Zum Glück hatte ich kurz davor erst gespeichert gehabt, weil ich hatte das gesehen, dass wir unten Schlingpflanzen holen können. Bin dann schnell zurück, habe gespeichert, um euch das zeigen zu können. Ja, und also ganz ehrlich, 3 Sekunden später gespeichert und das wäre vorbei gewesen, weil die Kabine hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Spiel kam, nur 11%. Also 3-4 Sekunden später und das wäre es gewesen. Dann hätte ich mich so geärgert, dann hätte ich das ganze Stück zurück schwimmen müssen. Das wäre jetzt nicht so cool gewesen. Mir ist übrigens auf dem Rückweg doch noch eine Sache aufgefallen, die ich euch noch kurz zeigen möchte. Also apropos zeigen möchte, ich ziehe meinen Helm auf. Da muss ich jetzt dran denken, dass wir das nicht vergessen. So. Speichern. Und daran sieht man mal, auch wenn es übertrieben oft ist, wie ich speichere, es gibt halt einfach Bugs in dem Game oder einfach Situationen, die sind so ärgerlich, da lade ich dann doch lieber, ganz ehrlich. Das ist ja kein Survival à la, du musst so lange, Battle Royale, du musst so lange überleben, dann, wenn du tot bist, fängst halt neu an.
sondern es wäre hier schon ein bisschen ärgerlich. Hier, das ist uns irgendwie vollkommen entgangen. Wir haben hier so ein Shuttle. Das habe ich auch noch nicht gescannt. Ich habe das nur eben gesehen, als ich zurückgegangen bin. Dann denke ich, oh, das machen wir in der Aufnahme. Keine Ahnung, was das jetzt bringt. Diese Schiffe werden für Transport aller Art benutzt. Toll. Vielleicht kommt da ja nochmal... Kann ich das eigentlich reparieren? Ne, wäre zu schön gewesen, ne? Ich hatte da jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber gut. Schön. Gut, jetzt hat man zumindest... Ja, genau. Jetzt, ne, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Wir müssen mal gucken, was wir für ein Modul bauen können. Das kann ich so nicht. Jetzt hätten wir auf jeden Fall unseren Kälteschutzanzug, dass wir nicht mehr so schnell frieren. Wir hätten genug Essen, Trinken und eine Energiezelle dabei. Wir hätten das Ding gescannt. Ich würde sagen, let's go. Wir könnten eigentlich mal so ein bisschen auf Erkundungsreise gehen. Das Einzige, was mir in dem Spiel ein bisschen fehlt, ist eine Karte. Weil... Ich guck mal ganz kurz. Wir haben auch kein Signal. Ne? Wir haben Signal, Signalboje. Ach, seht ihr, Signalboje wollte ich bauen. Ich weiß, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir die hier an Land nutzen können. Ne, hier ist auch... Wir haben auch kein Signal irgendwie so und sonst was. Wir gucken mal ganz kurz hier. Signalboje, wo haben wir die? Da. Titan, Kupfererz. Ja, Titan ist nicht das Ding. Kupfer, ob wir das oben noch haben. Könnte aber sein. Könnte sein.